Ganz kurz auf Englisch. Hello, friends. This is uh, about skeletons and rigging. New, more or less, in uh, Maya 2017. Many of the tools here, and they're very rich now, uh, are from MotionBuilder, I, I suspect. And uh, I hope you uh, get a flavor for it. Also, ich. Stelle heute mal ein bisschen was zum Thema Charakteranimation vor. Da bin ich selber überhaupt nicht stark, und, ähm, aber ich weiß im Prinzip, wie es geht. Ihr geht äh, hier zu Rigging. Also wenn ihr hier diese Menüs habt, immer. die Untermenüs bleiben gleich, ob ihr jetzt bei Modeling oder Animation seid. Äh, es ändert sich das hier oben immer. Da finden dieses, diese Befehle sich dann auch noch in jedem Fall. Aber geht hier, wir waren bisher vor allem bei Polygonen, Curves und so weiter, geht jetzt zu Rigging. Das Rig ist sozusagen das Skelett, was in einem Character, also in einer digitalen Figur drin steckt. Beim Rigging äh, ist das hier neu und dann kommt Quick Rig, das nützt uns überhaupt nichts, denn wir haben noch keine keine Figur in die Welt modelliert, das heißt, wir müssten eigentlich so einen Character uns irgendwo herholen und dann würden wir hier automatisch ein Skelett einziehen. Das Skelett brauchen wir, um es zu animieren. Aber wir können hier trotzdem etwas erzeugen, nämlich ein Skelett. Und hier steht es schon. Es ist riesengroß und ähm, der Kopf ist im Moment äh, selektiert. Das hat natürlich mit einem Charakter, wie er jetzt in einem äh, Computerspiel vorkommt, nichts zu tun und trotzdem hat es sehr viel damit zu tun. Wenn ich zum Beispiel hier hingehe, äh, bewege ich die ganze Figur oder drehe die ganze Figur oder bewege sie nach vorne und nach hinten. Wenn ich hier hingehe... Äh, Mache ich das ganze Skelett kaputt? Schaut euch das mal von der Seite an. Ich ziehe einen Knochen lang und deswegen gibt es so die Grundregel, dass man Knochen, also die Bones hier, das Rig eigentlich in sich, nur drehen soll. Und dann passiert nämlich das hier. Dreht das hier und ich glaube, mit der äh, Taste Pfeil nach oben kommt man eins höher oder tiefer. Da könnte ich jetzt zum Beispiel hier dieses Bein hochheben, da würde der quasi sich so vorbeugen und versuchen, einen Schritt zu tun. Wenn man das animiert, angenommen, ihr habt jetzt eine Haut drumherum und da würde dieses Skelett drin stehen, müsstet ihr euch um jeden Knochen kümmern. Die Knochen sind nicht naturalistisch, wir haben im Körper natürlich viel mehr, aber die haben sich im Laufe der Jahre als sinnvoll herausgestellt, um ein Skelett aufzubauen. Ich werde jetzt mal hier habe ich den Character 1 äh, in meinem? Hier ist der, der Tab an der Seite. Hier habe ich den Character 1, so heißt dieses Ding hier. Äh, Source, welche Quelle? Ich möchte jetzt mal eine andere Quelle haben, eine etwas interessantere. Im Moment habe ich keine. Nichts steuert dieses Skelett. Stance, da könnte ich jetzt eine Pose reintun. Das heißt, ich hätte von einem Schauspieler die abgenommenen Bewegungs- und Körperdaten, also die Größen, wo ist der Arm, wo ist die Hand, wo sind die Finger, könnte ich dann hier übertragen. Aber ich mache ein Control Rig auf. Das heißt, ich will, dass dieses Skelett einfacher zu animieren ist und schon mal so grundsätzliche Sachen eingebaut bekommt. Da klicke ich drauf, es dauert einen Augenblick und dann verändert sich das Skelett, in eine gelbe äh, Variante. Erinnert mich jetzt ganz stark an Motion Builder. Äh, ein, eine Firma, die äh, oder ein Tool, was äh, Autodesk aufgekauft hat äh, und was früher separat geliefert wurde. Das und das hier hat große Ähnlichkeiten und im Grunde hat dieses Fenster den Zweck, dass man leichter die Teile auswählen kann, mit denen man es zu tun hat. Beispiel ja, man sieht hier, das sind nur wichtige Teile, ist die Hüfte. Wenn wir die Hüfte jetzt bewegen, die können wir bewegen, dann passiert jetzt etwas, was wir bei den Knochen, was bei den Knochen vorhin eben eben nicht klappte. Den Knochen haben wir ja lang gezogen, aber hier passiert folgendes. Wir ziehen die Hüfte nach vorn und die Beine und die Füße kommen nicht mehr, können nicht mehr am Boden bleiben und werden mitgezogen. Ja. Ähm, wenn ich nach unten gehe, passiert nun Folgendes. Was passiert bei uns richtigen Menschen, wenn wir unsere Hüfte nach unten bewegen? Wir müssen die Knie anwinkeln. Und genau das macht der hier auch. Und das hätte unser Skelett vorhin auch gemacht, aber nur indem wir jeden einzelnen Knochen, der beteiligt ist, hier rotiert hätten. Also den hier und den hier oben und dann vielleicht noch die hier unten. Und so ähm, können wir diese Figur anfangen. Zu animieren. Die bleibt immer intakt zusammen. Wenn ich sie zu sehr strecke, dann hebt sie ab und dann kann ich keine normalen Schritte mehr machen. Ich zeige euch jetzt mal ganz primitiv, machen wir undo. Ich glaube, jetzt bin ich wieder da. Ich zeige euch mal ganz primitiv, wie man einen Schritt programmieren könnte mit diesem. Ähm, oder animieren könnte mit diesem Skelett. Man kann zum Beispiel anfangen, indem man das erstmal, man muss es runter tun, und ich tue es mal extrem weit runter. Gehe an den Anfang der Animation, setze ein Keyframe mit der Taste S. Damit ist das hier festgeschrieben. Wenn ich jetzt hier hingehe und ich ziehe ein bisschen rum. Und gehe wieder zurück, geht es wieder in die Knie, weil der Keyframe das hier festgeschrieben hat. Und jetzt sage ich mal, ich gehe zu Frame 100, das wären ungefähr 4 Sekunden. Und da will ich das Skelett hier haben. Die Füße sollen nicht abheben, also setze ich es ungefähr hier hin, drücke wieder die Taste S, damit passiert diese Animation hier. Also es bewegt sich nach vorne. So, jetzt nehme ich die, ähm, das hintere Bein und sage dem hinteren Bein, Bleib mal da, wo du bist. Ja, schauen wir es uns mal an. Soll einfach mal da stehen bleiben, wo es ist. Ich habe ein Keyframe gesetzt mit der Taste S und ähm, soll den ganzen Schritt über dort gepflanzt bleiben. Das heißt, es soll auch bei 100 noch an der Stelle sein. So, damit ist der festgeschrieben, es tut sich im Moment nichts, es ist einfach nicht zu sehen, weil er halt an der Stelle ist. Aber dieses Bein wird nun das sein, was äh, gehen wird. Und ähm, das schreibe ich am Anfang auch mit dem Keyframe-Taste äh, S fest. Das ist also halt am Anfang hier. Und ähm, wenn ich jetzt den Schritt gemacht habe 100, dann ziehe ich dieses Bein nach vorn. Und jetzt setze ich wieder ein Keyframe. Das heißt, ich habe gekeyt, dass dieses Ding da bleibt, wo es ist. Das hier, dass es ein bisschen nach vorne geht. Und das hier, dass es ordentlich nach vorne geht. Die Animation sieht so aus. Er macht einen Zeitlupenschritt, weil ich eben mir vier Sekunden gegeben habe. Und das ist im Prinzip der, der Schritt. Ich kann jetzt ähm, wieder hier auf die Hüfte gehen und mir denken, okay, der will vielleicht in der Mitte ein bisschen höher sein. Hier. Und sich vielleicht ein bisschen schon vorbeugen. Setze einen Keyframe, schau mir die Animation dann an. Jups. Da geht er also schon etwas angenehmer in die Knie und wirft sich nach vorne. Ein Schritt ist quasi, in der, in der Animation sagt man immer, ein Schritt ist ein Fallen, was man auffängt. Natürlich ist das hier oben alles Quatsch, das hat hier, hier überhaupt nicht zu sein. Aber auch hier können wir angreifen und bei einem gerickten. Skelett bei einem Control Rig, was hier eingebaut ist, können wir müssen, dürfen wir gar nicht mehr rotieren. Wir müssen bewegen und ich kann hier, das ist alles jetzt ganz natürlich. Der geht nach unten jetzt zum Beispiel. So, und das wollte nicht überdehnen. Und weil er zu weit draußen ist, setze ich ihn noch ein bisschen hier rein und noch ein bisschen runter. Der geht natürlich parallel mit dem Bein. Und ähm, den hier kann ich auch runterziehen. Ihr habt gemerkt, ich habe jetzt das direkt selektiert, ich jetzt aber auch hier anwählen können. So, ähm, die Animation, ich habe jetzt an den Händen nichts gemacht. Die Folgen einfach der ganzen Aktion aber hängen nicht mehr so ganz doof in der Luft. Und äh, jetzt könnte man, wenn der einen Kopf hätte mit einer Nase und so weiter, ähm, dann könnte man diese Stelle hier äh, noch bewegen und vielleicht auch wahrscheinlich auch drehen. Der würde dann wegen ein bisschen den Hals hier rumdrehen, um sich. Mir anzuschauen, ja, das geht. Gut, soweit eine kleine Einführung in eine Rig, ein Control-Rig. Das heißt, hier habe ich keine Knochen mehr, die mir einzeln Sorgen machen, die ich nie so hinkriege zum Animieren, aber hier habe ich schon einen relativ authentischen Schritt hinbekommen und von da kann man dann weitergehen.